Hey Leute, willkommen zurück zu Undermine. Ich habe jetzt 1801 Gold und weiß nicht wirklich, ob ich es ausgeben soll. Das ist echt schwierig. Oder die andere Sache ist halt, ich warte und hole mir dann Echo-Stoß. Ich bin jetzt schon ein paar Mal auf diese neuen Felsen gestoßen. Von daher wäre es, glaube ich, gar nicht mal so blöd, das wirklich, also jetzt erstmal zu warten. Mehr Bombenschaden brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und was den anderen Kram angeht, der ist schon relativ teuer. Also, na gut, 700 für Max Gesundheit. Das ist eigentlich zu teuer, als dass sich das, glaube ich, wirklich lohnen würde, dass ich dann nächstes Mal, mit bisschen Glück schaffe ich jetzt schon bis zum nächsten Mal die 2500 Gold. Ja, wir probieren es jetzt einfach mal. Und wenn nicht, dann ja, gut. Ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann habe ich's. Mir wurde gesagt, ich soll nicht diese Schilder immer zerstören. Oder nicht blind drauf loshauen, um es mal so zu formulieren. Weil da könnten Hinweise drauf sein. Gut, bei dem ist das jetzt hier absolut egal. Jetzt haben wir hier schon wieder solche Felsen. Aber ich werde da, glaube ich, mich mal dran halten. So, da haben wir Ratten retten. So, und wir kriegen einen Schlüssel, das ist doch schon mal Sinn. Ich kann da sogar dran vorbeilaufen. Tatsache, ich kann an den Felsen vorbeilaufen. Das war ein ganz schön schmaler Grat. Gut, haben wir hier noch irgendwas? Ja gut, da wäre noch Gold. Kann ich so gar nicht. Ah, das funktioniert gar nicht mit dem Fernangriff. Das ist auf jeden Fall. Funktioniert das denn, wenn ich. So funktioniert das aber. Okay. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es gar nicht funktioniert hätte. Gut. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Ein paar Stachelfallen. Da fängt schon das wilde Geklicke wieder an. So, also die Fässer mache ich jetzt weiterhin noch kaputt, aber bei den Pflanzen schenke ich mir das, glaube ich. Oh, was haben wir hier? Seas Blut. Bomben explodieren mit Feuerfunken. Blut des Salamanders wird nur vom Blut ihres Bruders in Schach gehalten. Einzigartige Bombe-Relikt. Aber Feuer ist mir in diesem Spiel echt suspekt. Da verbrenne ich mir nur selbst die Finger. So, hallo. Ich muss hier gerade euch erst erledigen. Dann ist die Ratte dran. Nach Möglichkeit nicht das rote Fass hauen. Na komm schon. So, das sacken wir ein. Da oben wäre noch ein Raum. Ich gucke jetzt erstmal hier links. Da sind schon wieder solche Steine. Den Schlüssel möchte ich auf jeden Fall mitnehmen, aber erst machen wir hier die Ratte platt. Dann springe ich da einfach mal rein. Gut, links wird es dann schon eine Ebene weitergehen. Aber ich nehme natürlich hier erstmal wieder alles mit. Gucken wir also hier oben noch, was es hier so Tolles gibt. Nur einmal zuhauen und dann laufen. So, was ist denn in der Kiste? Ein Sack voll Bomben nehme ich gerne mit. Das Gold sack ich auch nochmal ein. So, da oben können wir nicht hin, weil wir kriegen die Blöcke da nicht weg. Ach verdammt, ich kann hier ja gar nicht runter. So, dann laufen wir doch mal hier lang. Genau. Dann dürfte es da gleich auch schon weitergehen. Ich habe jetzt 2076 Gold, was jetzt noch nicht so viel ist. Aber das, ja, das ist schwierig zu sagen, würde ich mal behaupten, ob das dann reicht mit dem Gold. Wenn das andere Gold abgezogen wird vom Gesamtbetrag. Aber es könnte eine knappe Kiste werden. Da müsste ich auf jeden Fall.
Bestimmt noch so 1000, 1500 Gold einsacken können. Nein, lass das. Geh weg. Das ist alles mein Gold. Geht weg. Hier steht ja auch nur wieder Goldmine 2. Okay, gut. Da unten haben wir einen Händler. Gucken wir mal. Hast du vielleicht mal was Sinnvolles für mich? Vernichtungstrank. Entfernt einen Fluch und fügt 75 Schaden zu. Manchmal muss das Gute leiden, damit das Böse auf der Welt vernichtet wird. Sehr tiefsinnig. So, das hier ist... das ist sehr gut. Ich habe das gerade nicht gesehen, dass das ein Cooldown, also dass die Zeit abläuft. Aber tut es auch da. Natürlich, wie bei den anderen Sachen auch. Wäre auch sehr merkwürdig gewesen, wenn nicht. Und das hätte nicht sein müssen, das hätte auch nicht sein müssen. Uiuiui. Das ist schon ein bisschen tricky, wenn die Monster in... Die auf die Platten laufen. So, das mal alles mitnehmen. Okay. Oh. Ich habe gerade woanders hingeschaut. Mein Gott, verdammt. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt. Also gar nicht ausprobiert, ob es da irgendwo Geheimräume gibt. Das Skelett haue ich jetzt einfach mal kaputt. Auch den Schädel. Und wir sehen, es bringt absolut nichts. Oh, gleich zwei von euch hier. Autsch. Alles klar. Könnt mich da, ja gut. Ich müsste da vielleicht auch noch eigentlich... Ich leg da einfach mal eine Bombe hin. So. Dann brennt da erstmal alles. Frage ist nur, wie lange. Gut, das reicht auf jeden Fall. Dann könnten wir jetzt auch gleich schon mal nach links gehen. Ja komm, wenn ich schon nicht auf der Seite bin, dann machen wir das auch. Gibt es hier noch irgendwo Gold? Nein, kein Gold. Ja, wieder Reaktionszeit wie aus dem Lehrbuch. Ja gut, da war jetzt gerade ein bisschen... Ach, tja, ist klar. Ah, hier unten gibt es einen Geheimgang. Ich wäre da fast reingelaufen. Ich könnte jetzt doch mal ein bisschen sowas wie Heilung gebrauchen. Wäre das vielleicht machbar? Vielleicht. Lege ich da mal eine Bombe hin. Okay, so, was haben wir denn hier Tolles? Gold, Gold, Gold. Jede Menge Gold. Ich will auf jeden Fall... Halt! Stopp! Stopp, stopp! Da! War das hier mit dem... Muss ich auch wegsprengen, ne? So war das doch, oder? Ja. Ah, ich glaube, das wird nicht reichen. Also, was das Gold angeht. Bis ich wieder sterbe. Truhe in einer Flasche. Ah, das ist okay. Kann man auf jeden Fall sofort dann mal nehmen. Noch mehr Gold. So viel Gold. Okay, jetzt hat sich der Raum definitiv gelohnt. Da springt... Ah, da oben ist noch Gold. Ich möchte gerne... Ich laufe natürlich voll da rein. Ah, das ist wieder so doof. Jetzt habe ich 2 Tage nicht gespielt. Und so ist das dann, ne? Wenn man Pech hat, klappt dann gar nichts mehr. Man läuft überall rein. Aber der Plan ist jetzt erstmal, genug Gold zusammenzubekommen, um dann, sobald ich gestorben bin, das Upgrade holen, zu holen. Hallo. So, wenn man ein bisschen Platz hat zum Reagieren, dann sind diese großen Ratten auch absolut kein Problem. Hier ist hier alles nur wieder Kleinkram. Aber Kleinkram ist besser als kein Kram. So, dann können wir hier hoch. Oh, das war ein bisschen spät. Und ich könnte mal wieder vielleicht auch springen zum Ausweichen. Nur mal so ein Gedanke.
So, komm schon. Dich hätten wir dann auch. Da rechts brauchen wir einen Schlüssel für. Das ist absolut kein Thema. Am 3 Stück haben wir noch. Ich habe noch eine Bombe. Das heißt, ich werde jetzt nicht mehr erstmal nicht rumexperimentieren, wo dann Geheimraum sein könnte. Schlüsselklinge. Steigert Schwingschaden für jeden Schlüssel, den du besitzt. Ein Schwert in der Form eines stumpfen Schlüssels nutzt nichts als Schlüssel und auch nicht als Klinge. Na super. Ah, oh, ist auf jeden Fall... Ja, gut. Wenn man natürlich viele Schlüssel hat, ist das super. Also es sind, so wie das ausschaut, plus 2 Damage für jeden Schlüssel. Das kann sich schon rentieren. Oh, toll, jetzt muss ich mich hier reinsprengen. Mit meiner letzten Bombe. Warten wir mal kurz. Ich könnte da ja waghalsig drüber springen, aber ich traue mir das momentan echt nicht zu. Ich springe da nur genau ins Feuer und verliere noch mehr Lebenspunkte. Und das muss ja nun nicht sein. Deswegen erstmal hier so ein bisschen auf Nummer sicher gehen. So, was steht denn hier? Die Pilze wachsen in der Dunkelheit. Okay. Was auch immer mir das jetzt sagen soll. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich hier... Vielleicht, ja, wahrscheinlich muss ich hier... Also ist jetzt mal mein Tipp, das Licht ausmachen. Tatsache! Mein Gott! Artefakt entdeckt. Nachtschatten. Lebt in der Dunkelheit auf. Okay. Ja, mit den Lampen... Die sehen, also ganz ehrlich, ich habe ja schon mal ein paar Lichtquellen zerstört, aber diese Lampen sehen jetzt nicht so aus, als ob das wirklich so Sachen sind, die man zerstören kann. Es ist mehr so wie Beiwerk. So, und haben wir hier noch was? Nein. 3000 Gold und Nachtschatten. Ist doch halbwegs okay. So, das ist natürlich wieder, wo wir gerade sind. Jetzt erstmal hier rechts lang, weil... Oh, hallo. Oh, verdammt. Ja, oh Gott, ich sterbe gleich schon hier. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte dich nicht hauen. Nein, lass das. Ich wollte den Wurm da kaputt... Oh, der Wurm hat den... Wie hieß er nochmal? Bobo kaputt gemacht. Danke. Wow. Okay, für den Händler brauche ich jetzt einen Schlüssel. Ja, gucken wir mal. Dann habe ich auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Das hier sind alles Truhe in einer Flasche für 150 Gold. Bei 50 Lebenspunkten. Gut, ich könnte mir ein Steak holen, aber es, das ist zu wenig. Ich gehe jetzt hier hoch, weil da oben ist noch eine verschlossene Tür. Das heißt... Oh, verdammt. Oh, nein! So. War ein bisschen früh, das Gold da abzuhacken. Wie jetzt? Brauche ich dafür zwei Schlüssel? Ich bin gerade voll... Hä, wieso? Ach, bin ich blöd? Ja, natürlich. Man sollte natürlich... Sollte erst alle Gegner erledigen. Wieder Ochs vom Berg. Wayland Stiefel, das ist doch schon mal... Bin ich mit denen denn... Na gut, wir zerbrechen damit Stacheln. Das heißt, ich bin mit den Stiefeln, was Stacheln angeht, gegenüber, also Stacheln gegenüber immun. So, was hast du für mich? Hoho, der Bartmann ist wieder da. Mit was? Willkommen in Black Rabbits Spielhaus. 400 Gold ist... Oh, das ist... Nee, ich will die 2500 Gold haben, um mir dann das Upgrade tun zu können. Deswegen ist das jetzt mal absolut keine Option. Wäre es anders, dann hätte ich das vielleicht sogar gemacht. Ansonsten... Da war sogar so eine olle Mine. Hier haben wir... Und dafür brauche ich einen Schlüssel. Ah,
verflucht. Oh, 4 Schlüssel. Was ist denn das? Große Schwäche. Füge weniger Schwingschaden zu. Der ist natürlich super. Und ich habe keine Bomben mehr, also komme ich nicht an die Kiste dran. Super. So, was haben wir denn hier noch Tolles? Jetzt muss ich extrem vorsichtig vorgehen. Na komm schon, da haben wir noch Gold. Gut, dann... Ja komm, erst hier runter. Oh, hallo. Wo bist du? Du bist da. Das ist doch die falsche Seite. Nein! Verdammt. Nein! Und er... der läuft auch noch durch. Ja, es wird nicht reichen. Natürlich nicht. Okay, und ich hab... Ich hatte 1800. Ich hab jetzt echt so viel verloren. Ha! Vielleicht brauche ich doch noch einen größeren Rucksack, bevor ich mir dann das Upgrade hole. Wie habt ihr das denn gemacht? Na gut, ich würde sagen, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Es war ein bisschen unterhaltsam. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.